Hallo, in diesem Video geht es jetzt weiter mit Vektoren. Letzte Stunde haben wir kennengelernt, dass man mit Hilfe von Vektoren zentrisch strecken können. Also wir haben diesen Punkt Z mit P verbunden und haben dann diesen Vektor berechnet. ZP, Spitze minus Fuß bei Vektorenberechnung. K mal diesen Vektor ergab dann den Vektor ZP'. Mit dieser Hilfe können wir jetzt auch Vektoren berechnen, beziehungsweise dann auch die Koordinaten berechnen. Das geht einmal mit einer Pfeilkette oder mit der Abbildungsvorschrift. Aber das werde ich jetzt alles erklären. Gegeben ist quasi das hier, ein Punkt P, ein Zentrum Z und der Streckungsfaktor. Und wie man damit jetzt ohne Zeichen, theoretisch ohne Zeichnung, die Punkte, den Punkt P' berechnen können mit seinen Koordinaten X' und Y', das zeige ich euch jetzt. Also, mit Hilfe einer Pfeilkette, das kennt ihr hoffentlich noch aus der 7. Klasse, man kann einen Vektor darstellen durch die Summe von zwei anderen Vektoren. In dem Fall heißt es jetzt, ich möchte den Vektor 0p' darstellen. Warum 0p'? Ich habe es hier schon mal eingezeichnet, weil in 0p' der Punkt 0, 0 drin ist. Und mit dem ist am einfachsten zu rechnen, weil beim Vektor 0p' wird quasi nur vorkommen die Koordinaten von p', nämlich x' und y'. Das werde ich euch jetzt gleich nochmal zeigen. Um auf diesen Vektor 0p' zu kommen, also da, wo meine Koordinaten, meine gesuchten drinstecken, muss ich eine Vektorkette machen, quasi einen Umweg. Also um von 0p nach p' zu kommen, könnte ich entweder diesen Vektor nehmen oder ich gehe von 0 nach z und von z nach zp'. Also hier und dann habe ich denselben Weg. Also um den Vektor 0p' darzustellen, könnte ich auch sagen, ich gehe erst von 0 nach z und dann von z nach p'. Ich habe das mal in der sogenannten Pfeilkette dargestellt. Also der Vektor 0p', der da ist das gleiche wie der Vektor 0z addiert mit zp'. Aufpassen, bei der Vektoraddition muss man dieses Zeichen hier hernehmen. So, das ist jetzt aber eine Gleichung, wo quasi zwei Unbekannte vorkommen. Einmal hier das p' und hier noch einmal das p'. Wir wissen aber, und das werden wir auch später nochmal verwenden, dass man den Vektor zp' ja auch schreiben kann als k mal zp, also als das k-fache von diesem Vektor. Also ersetze ich den Teil da hinten, zp' durch k mal zp. So, und was ich jetzt hier drin stehen habe, ist ein unbekannter Vektor, aber zwei bekannte Vektoren. Denn der Punkt 0 ist bekannt, der Zentrum Z ist bekannt, K ist bekannt, Z ist bekannt, P ist bekannt. Das heißt, jetzt muss ich nur meine Vektoren einsetzen. Und das schaut wie folgt aus. 0p', also Spitze minus Fuß, heißt x' minus 0 für die Ursprungskoordinate 0, 0. Und deswegen schreibe ich auch gleich x'. Beim y-Wert, also dem unteren Wert, muss ich rechnen y' minus 0, also gleich y'. Als nächstes kommt 0z, also dieser Vektor. Das ist ja auch wieder minus 5 minus 0 und minus 2 minus 0, weil ich ja vom Punkt 0 ausgehe. Jetzt kennt ihr vielleicht, warum es eben so geschickt ist, immer vom Nullpunkt auszugehen. Da lässt sich einfach recht leicht, lassen sich recht leicht Vektorketten aufstellen. So, und dann kommt dieses Pluszeichen für Vektoraddition und dann der k-fache, also 1,5 mal den Vektor minus zp. Und Spitze minus Fuß heißt hier minus 3 minus minus 5 und plus 1 minus minus 2. Also das hier ist das Einzige, wo man tatsächlich berechnen muss, den Vektor zp'. Jetzt kommt der Kniff. Jetzt erhalte ich dadurch zwei Gleichungen. Einmal die obere Zeile und einmal die untere Zeile. Also x' ist gleich minus 5 plus 1,5 mal minus 3 plus 2 ergibt 2. Also ich habe quasi diese Zeile hier, die obere, abgeschrieben. x' ist gleich, schaut meiner Maus nach, minus 5 plus 1,5 mal 2. Und wenn man das da hinten zusammenfasst, dann erhalte ich x' gleich minus 2. Also die x-Koordinate ist minus 2, habe ich hiermit berechnet. Y' das gleiche, nur mit der unteren Zeile. Y' ist gleich minus 2 plus 1,5 mal, hier zusammengefasst gibt es 3. Und das gibt zusammengefasst, wenn ich das hier addiere, plus 2,5. Damit habe ich jetzt also P' berechnet, mit Hilfe einer Pfeilkette. Ich stelle einfach, ich nehme den Punkt 0, schaue, dass ich von 0 nach P' diesen Vektor darstelle und versuche, den eben über Umwegen hinzubringen. Und es geht immer so, dass ich erst nach Z gehe und dann nach P' gehe. Und das dann noch Ganze ersetzt. Jetzt schauen wir uns das Ganze mit der Abbildungsvorschrift an. ZP'
können wir ja als Vektor aufstellen. X' plus 5, Y' plus 2. Also nochmal Spitze minus Fuß. Die Spitze-Koordinaten sind X', Y' und Z-Koordinaten sind minus 5, minus 2. Durch das Minus von Vektorschreibweise ein Plus hier. Ist gleich das 1,5-fache und dann nehme ich wieder diesen Vektor ZP und erhalte eben das hier dran. So, und jetzt habe ich wieder eine obere Zeile. X' plus 5 ist 1,5 mal 2 und Y' plus 2 ist 1,5 mal 3. Und wenn ich das Ganze jetzt wieder auflöse nach X', erhalte ich genau das Gleiche. Minus 5 rüber bleibt hier minus 2 stehen. Minus 2 rüber bleibt hier 2,5 stehen. Was haben wir also heute gelernt? Wir haben gelernt, dass man mit Vektoren nicht nur zentrisch strecken können, sondern dass wir dann eben mit der Abbildungsvorschrift oder der sogenannten Pfeilkette auch Gleichungen aufstellen können, mit deren Hilfe man dann auf X', Y' kommt. Also auf die Koordinaten von den Punkten. Jetzt möchte man meinen, Mensch, das ist doch total easy mit diesen Pfeilketten, mit dieser Abbildungsvorschrift, machen wir das doch immer mit dem K mal. Bitte unbedingt beides lernen, denn in der nächsten Stunde geht es dann fast am leichtesten, wenn man die Pfeilkette nimmt. Dann wird es nämlich schwieriger. Also, zwei Schritte müsst ihr euch merken. Entweder mit Pfeilkette von 0 ausgehend eine Addition zu machen, eine Vektoraddition, oder durch die Abbildungsvorschrift mit dem K-fachen einfach zwei Vektoren aufstellen. Und dann bekommt man die Koordinaten der gesuchten Punkte. Tschüss!